Heute zeige ich euch vier Fehler, warum euer Air-Dribble nicht funktioniert und wie ihr diese Fehler vermeidet. Der erste Fehler, ihr fahrt zu schnell an den Ball ran und trefft den Ball zu stark. Dadurch geht der Ball an die Decke und ihr könnt nicht weiter dribbeln. Versucht den Ball lieber mit Gefühl zu treffen, sodass der Ball genau unter die Decke geht und dann könnt ihr den Air-Dribble durchführen. Der zweite Fehler ist, ihr seid zu nah am Ball beim Air-Dribble und könnt danach nicht weiter dribbeln. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr eine Autolänge vom Ball wegbleibt und dann anschließend schön weiter dribbelt. Der nächste Fehler, den viele machen, ist der First Touch. Der ist nicht Richtung Tor. Da müsst ihr gucken, dass ihr den First Touch trainiert. Schaut mal hier perfekt Richtung Tor und dann nur noch hinterher geboostet und ich mache das Tor. Viele machen auch den Fehler, dass der Ball nicht flach der Wall hochrollt. Schaut mal hier, bounce der hoch und dann habt ihr auch schon keine Control. Versucht hingegen wirklich den Ball flach zu halten, schön den Ball flach hochzurollen, eine Autolänge vom Ball entfernt und dann schöne Erde. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich kostenlos abonnieren und mich damit unterstützen. Bis bald, euer AngelzockTV.